Jetzt crasht bestimmt voll rein. Ja. Na gut, wenn du 9900K auf 50 GHz auf 5 GHz hochklopst, dann ist halt auch so, ne? Da kannst du nichts machen. Mainboard. So, und ich brauche ein neues weil ich brauche ein neues PSU. Neues 550er. Fünf Sterne, Alter. Ich habe ja gerade mal, ich habe vier. So. Power Supply da. Die auch 8 GB 3000er kriegen wir hin.
League of Legends Minimum. Oh, install. Ah, jo. Nee, geht nicht. Was soll ich nicht binden? Ach, I need a new rig. Och, du Kacke. Ja, dann nehmen wir schon mal die Cool Master. Type Liquid Cooler. Moment mal, das sieht fast aus wie meine. 4000. Ja, wie viel haben wir denn? Budget 1200. Wir brauchen einen Overall Score von 4000. Dann nehmen wir doch schon mal die Gold. Und den 2. Ja. Ja, das machen wir so. Länge 277. Okay. Ja, dann müssen wir Abstriche machen. Weil wir einen Score von 4000 haben. Das heißt ja. Ich glaube, in der Graphics Card müssen wir das einfach mal beibehalten. Kommt der weg und dann kommt das weg. Und dann schon mal 1100 mit Mainboard und Co. Und vielleicht die Grafikkarte auch noch ein bisschen übertrieben, ne? Was sagt denn das Part Ranking? Wenn wir jetzt mal, dann müssen wir die LE nehmen. Die 89 LE zurück. Die liegt nur bei 435. So, die Gamer XL liegt immer noch bei 2,7, das ist vielleicht ein bisschen wenig, 2,9, 8 GB E. Ja.
probieren wir einfach mal aus. Wir brauchen ja auch noch ein bisschen Arbeitsspeicher. Das Motherboard unterstützt in dem Fall 3,8. Die CPU unterstützt auch ein bisschen was. Dann nehmen wir 16 GB. 2-mal wohlgemerkt. Dann haben wir noch 1250 Euro. Ja, dann haben wir jetzt noch 40 Euro für Gehäuselüfter. Ja, reicht. Ne, wir brauchen ja auch noch Storage. Ach, Brecher, ey. So, das heißt, wir haben jetzt noch 180, sag ich mal. 1020, 90 für Arbeitsspeicher. Den können wir aber auch von der SSD ein bisschen höher gehen. Bauen wir eben die da rein. Oder muss man es bedenken, man muss immer 100 abrechnen. Das heißt, wir wären bei 1060. Das heißt, wir können ruhig 150 ausgeben. Vielleicht kriegen wir nachher sogar einen 16er. Ja, so könnte das was werden. Legends Rechner für Uiuiui 22. Oh, ich habe keinen Case berechnet, ne? Ich breche ab. Ich habe einen Case.
Geht doch da jetzt ran, ey. Meine Fresse. So. Ja, und jetzt ist nämlich schon so teuer. Ich dreh ab, Alter. Brauche ich ein kleineres Netzteil? Wenn die Grafikkarte nicht allzu viel zieht, ne? Plus 91, machen wir 400. Kribbelt in meiner Nase. Meine Güte, was soll denn das in der Nase? Klammer ist also echt schon gut.
Jetzt, aber war doch eben auch schon mal. Oder Benchmark von 4400. Könnte was werden, aber vielleicht auch nicht. Weil jetzt hier nur 15 FPS ist echt schon wenig. Kalt, ey. Warum immer so kalt ist. Muss wieder ein Video rendern, habe ich wieder. Ist mal wieder warm. Aber mit welchen, also wenn das jetzt geht, feiere ich das, weil dann habe ich gut kalkuliert. Geht doch. Das ist natürlich 4400. Ich sehe, es ist die Grafikkarte, ne? Vielleicht ein bisschen weniger Arbeitsspeicher. Habe da jetzt, dann nehme ich nur 8. Wenn ich nur 8 nehme und dafür eine bessere Grafikkarte. Ich habe jetzt die. Die habe ich drin. Part Ranking. Moment, wer habe ich jetzt drin? Nee, ich habe die. Welche habe ich denn da jetzt gerade drin? R9, die X. Die X Gaming LE, die, ach stimmt, die Nummer 5 habe ich jetzt drin. Boah, die 6 GB LE, die hätte ich ja gerne drin, ne? Das ist aber einfach nochmal ein Fuffi mehr. So. Das heißt, auf maximal 80 Euro. 85 Euro für den RAM ausgeben. So, 8 GB und
Na guck mal, ich kann das Mainboard nehme ich doch nur. Ich habe es nämlich 266er. Und wenn ich jetzt. Ich verfinde es halt inzwischen. Ich meine, Fresse ist mir doch gerade jetzt. Ah, 13, jetzt 16. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche. Das könnte schon reichen. Ich habe ja gar nichts mehr. Oh, stimmt, das kann ich immer. Ich kann mal seinen PC bauen. League of Legends Minimum. Ja. Preis aufsteigend. Gigabyte. Hundertzwanzig plus ein 6er sind 252. Achthundert. So sind 700 alt, sehr schön. So, dann machen wir das hier alles nochmal zu. Ja, Mann, haben wir rausgerissen. Geil, ey. Aber
das ist das Minimum, was er braucht. Ach so, wir haben ja noch 30 Euro Lieferung. Tja, reicht vollkommen. So. Gib mal her, ne? Gib mal schön her, den Lumpen hier. So, nehmen wir hier. Die mir hier die kleinste SSD einbauen. Memory. Ich weiß gar nicht, welche hatte ich denn jetzt da? 4? 4 Gigabyte, 4 Gigabyte, 4 Gigabyte. Ja. So. Ach ja. Geht ja nicht, wenn der Knopf nicht da ist, ne? Weil es auf dem Mainboard den gerade hier bei in dem Fall nicht gibt. Habe ich noch nicht, weil endet in 12 Tagen. Guck mal, Alter, wie lang der Tag gedauert hat, gefühlt. Ja, der ist super. Macht zwar überhaupt keinen Sinn alles, aber. Noch was alles 5 Sterne. Was wollt ihr denn von mir? Ja, ist total bockig. Diagnose und fixieren. So 600 schön. Das heißt ja wohl eine neue Grafikkarte und eine neue CPU. Sind vielleicht auch ein bisschen RAM. Ach ja. So, das heißt. In Transit. Das brauche ich beides halt noch mehr für. Muss ja aber so sagen, aber hier unser gutes altes Bongel. Ja, hat ja auch echt gut was gebracht. Ja, dazwischen hier. Cheapskate. I love the specs of the new PC. 1. Sein Ernst, Alter. Tim's Hot Repair. Ja. Wo weiß ich, wie viel ich von der Firma besitze?
Ist das mehr FPS? Nee, sogar zwei weniger. Das ist super. Hab ich hier denn jetzt noch irgendwas? Was hier drin ist. Na, 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 auf zum nächsten Tag. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier einmal die Napoleon. Witzig, wir werden dann auch wieder PCs zurückkommen, wenn da hier jetzt noch. Ach ja, ist ein bisschen dreckig. Ich bin noch ein bisschen mickrig, aber egal. Ach du Heilige. Ja, wir brauchen alle noch mehr. Tut mir, er braucht nur 2000. Ne? Hier gibt es ja so ein. Ach nee, hier nicht. Auto Overclock. HTML-based Calculator für den Score. Witz. Stimmt denn? Also da hat sich jemand Gedanken gemacht, ne? Bitte was? Ja, macht's einfach auf. Run it by any browser. Aha, guck mal. Wollen wir das mal testen? Copy link address. Öffne mit Firefox Standard. Guck mal. Ja, meinetwegen, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen hier den, weil wir den jetzt ja haben. Dual RAM Channel. Und was haben wir maximal aktuell? Jetzt habe ich hier den anderen reingekloppt. 3,2 glaube ich. Graphics Card haben wir die Golden Edition. Ja. So, das heißt, so viel Watt brauchen wir schon mal. Budget. Ja, krank.
muss ich hier mal aus dem Vollbild raus und das mal so darüber ziehen. Und dann gehen wir mal wieder zurück ins Spiel. Ah, Sandman, ich kenne dich nicht, tut mir leid. Ja. Guck mal. Er will Dual Graphics Card haben. Das heißt, warte mal, kriegen wir das Spiel Fullscreen? Kriegen wir das Vollbild? So, guck mal. Jetzt sehe ich das zwar nicht mehr, aber jetzt ist es im Fenster. So. Und er will jetzt 5300 das Score haben. Mit einem neuen PC. Mit zwei Grafikkarten. Target Score sind 5309. Kriege ich das hier eingeblendet? Ich kriege das auch eingeblendet. Ne? Ich bin ja cool. OBS-Settings nicht, sondern Mozilla. Komm mal, Transformation auf Bildschirm zentrieren. Nee. Halt. Ein Bildschirm anpassen. Das da von Imos abgeschnitten, ja. Ja, machen wir mal einfach so, dass ich hier bummelig 5 mm Luft habe, dann sieht das angenehm aus. So, und wenn ich das jetzt... komplett... darüber schiebe. Ha, dann sieht man das hier sozusagen. So, guck mal. Und dann kalkuliere ich hier mal die. Budget 1337. Level 8. Generate Build. Ach du heilige Scheiße. Das sieht man jetzt hier nicht. Aber dann sagt er mir, was ich brauchen müsste. Wow. Das ist ja mal krank. Das heißt... Soll ich das mal machen? Also man sieht jetzt hier, ich werde mal... Nee, das ist Window Capture.
mal, schiebe ich hier oben so hin. So. Sagt ja auch rein theoretisch, ich nehme mal. Weil er will ja Dual Graphics verbaut haben. Und ein RAM-Channel. RAM-Channel ist ja egal. Wollen wir denn das meiste Budget left mit zwei Grafikkarten? Das ist ja dann eindeutig das mit dem Sheen GTX. Ja. Das ist ja dann eindeutig die. So, und die bauen wir jetzt nach. Also den Bild kaufen wir jetzt. Wir haben jetzt ja schon mal alles angenommen. Ne, wir haben das noch nicht angenommen. Ja, machen wir. So. So ist das für Nikola. Das ist für Josh McQuires 10. So. Include Motherboard, include RAM. Build Randomness. Moment, was hat er jetzt dazu genommen? Okay, er generiert immer was anderes. Das ist interessant. Oh, 195 mit 2. Also er will ja vor allen Dingen auch zwei Grafikkarten. 960. Ja, da ist wieder die Schiene. Da muss ich dann hier oben nochmal... Jetzt sieht man nur eine 2, ist das auch witzig? Ja, ne? So, jetzt nochmal. Da ist sie wieder. So, jetzt ich lasse das mal da oben eingeblendet. So. Und zwar, dann brauche ich ja dafür jetzt im Shop den Prozessor. Und zwar den 1300X. Dann brauche ich irgendein ein 21er RAM-Speed, 2133. Ach so, nee, das ist das. Ach so, ja. Nee, dann brauche ich doch den anderen. 4 GB.
Ja, 4 GB. Dreitausendzweihunderter, Dominator Platinum. Motherboard. Ist das AX370 KM5? Und dann einmal die Grafikkarte Gamer. Ne, zweimal die Gamer XL. Die 79, ja. Habe ich noch 400 übrig. Ja, guck mal, da stimmen die Preise nämlich nicht. Aber das ist ja nicht schlimm. 13x schien. Ja. Das ist hier nicht dramatisch. Dann brauche ich hier noch einen 50-Euro-Case. Um Power Supply muss ich gerade mal gucken. Graphics Card. 79 sind, ja, sind dann ja schon mal 150, sind ja schon mal 300. Wenn wir denn jetzt da den 1300, da sind 400. Da kommen wir mit dem 450er hier wieder wunderprächtig aus. Dann haben wir. So, und dann nehmen wir noch hier irgendwie, damit das schön schnell ist, eine 0815 SSD. So. Ach ja, und CPU-Cooling brauchen wir ja auch noch. Das ist bei einem. Das ist ja AM4, ja, das ist wichtig. Nehmen wir da den. Nehmen wir den schönen Standlüfter. Wenn den kommen wir in den ersten Standlüfter hin. So, dann machen wir das Same Day. So, Gehäuse. Wir kennen es ja mittlerweile. Unser schönes Lieblingsgehäuse, weil er irgendwie überall hier steht. So, Install Motherboard. So, Power Supply, Storage, Kühlung rauf. Dann haben wir hier einmal den auf. Drücken da den rein. Machen hier so ein bisschen Autoverbinder. Kann schon mal auf Start drücken, auch wenn wir noch kein Betriebssystem haben.
Leuchtet sogar. Wenn wir jetzt wirklich einen Score von 5451 haben, dann feiere ich das. Gut 9 FPS. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber die ist schön, die Liste. Also, ich scroll jetzt ja nochmal ein bisschen durch. Build Upgrader. Schon cool. Duel. Wenn ich jetzt mal gucke, bei mir habe ich ja. 3200 drin, Duel. Aber da habe ich den 1800X drin. Ja, dann erhöht sich das oben nämlich auch. Das sieht erstaunlich flüssig aus. Krass. Allein der Build Upgrader, was nach dem Motto, was will er dann haben? Wow. Sogar mehr. Ja, krass. Nur der Graphic Score reißt das alles raus, ey. Es hat funktioniert. Vorgesagte 5451. Ergebnisse 5486. Sogar 30 Punkte, 35 Punkte mehr. Hat auch ein bisschen mehr gekostet. Als vorgeschlagen. Ja, kranke Scheiße, Alter. Was geschehen wollte, die arbeiten ja schon den ganzen Tag mit. OS. So, machen wir auf jeden Fall schon mal den hier rein. Dann drücken wir auf Start. Jetzt los. Score auf 3000. Geht das auch für den Build Upgrader? Ja. Da kommen wir mal wegen R. Ist ja super zufrieden. Weil er will nämlich einen Score zum Beispiel hier von 3000 haben. Und hat drin.